So Leute, gut. Bin heute hier mit Hannes. Er unterstützt mich bei der Videoaufnahme. Und wir machen da weiter, wo wir aufgehört haben. Und ich glaube, das ist heute der letzte Baustein sozusagen von dieser Serie von mit diesem Controller hier, wo wir den Arm dann über den Körper diagonal ziehen und dann wir haben Richtung Rücken gemacht, wir haben dann die Sweeps, ne? Und heute machen wir dann auch den Weg in Richtung Mount, okay? Und das ist alles basiert auf Reaktion des Gegners, je nachdem wie er reagiert, hat man eine oder mehrere Optionen und wenn ihr dann das durchspielt, dann habt ihr da ein gesamtes Game in der Position, okay? Genau. Machen wir dann hier kurz, dass Sie sehen, ne? Ich hoffe, man sieht das hier gut. Der Hannes ist hier in Postura, ne? Und wie ich immer gesagt habe, wenn ich versuche, hier jetzt von vorne seinen Arm hier irgendwie zu bekommen, der weiß Bescheid und er wird dann verteidigen, ne? Ist logisch, klar. Ja. Okay, das heißt, das am besten immer versuchen, ein bisschen quasi eine Falle zu bauen oder das Gefühl zu geben, ich attackiere was anderes. Genau, ich fange hier gleich Postura und wenn der unten ist, ich habe dann hier schon zum Beispiel Ellbogenkontrolle und jetzt will er unbedingt hoch und ich wechsle nur hier meinen Griff und boom, pushe ich diagonal, okay? Und wenn ich hier diagonal ihn gepusht habe, was ich sofort haben will, ist natürlich hier den Hook, dass er nicht so leicht, ich kann auch Kopfkontrolle erstmal, aber dann bringe ich meine Hüfte hier leicht raus, bum, bum, und versuche hier natürlich seine Lat zu erreichen, um diese Verbindung hier Schulter-Solarplexus zu bekommen. Ne? Und auf der anderen Seite kontrolliere ich hier seinen Arm diagonal auf meine Hüfte. Ja? Genau, das ist erstmal, wie man in der Position als Wiederholung. Ne? Kannst du ganz kurz nach hinten gehen? Ja. Weil jetzt wir müssen dann Workshop. Ich mache dann auch seine anderen Winkel. Das sehen? Genau. Oh, wir sind hier, ne, Postura, Papa, und wenn der Push, genau, das ist der Moment, wo ich hier, hebt man, das ist der Controller, der Arm, und kurz hier, okay? Und dann haben wir hier gespielt mit seiner Reaktion. Eine Reaktion ist, wenn er anfängt, am Boden zu pushen, genau, das war die Geschichte hier mit der Übergabe, ne? Ich kann auch hier Kimono greifen, aber mach eine saubere Übergabe. Und dann haben wir hier seinen Ellbogen geholt und ihn hier in den Mount so gesiebt. Das war Option auch Sweep Mount. Ja. Nur nochmal kurz als Wiederholung. Ne? Dann haben wir wirklich schon gleich da. Wir haben dann die Situation, wo wir hier sind. Bum, bum, bum. Und genau. Und dann immer weiter hier Richtung Back gehen. Versuchen hier seine Lapelle, das ist eine sehr gute Kontrolle, okay? Und dann hier habe ich ihm der Hannes zu mir gezogen, bum, bum, und hat hier Back Control, okay? Das haben wir auch gemacht, war letzte Woche sogar mit Sebastian, der Ruby, genau. Und wir haben auch hier die Situation, wo wir hier sind, okay? Und jetzt ist es so, dass der Hannes, okay, der weiß schon, dass ich die Option Richtung Back habe. Und dann mit dieser Hand hier greift er meine Lapelle. Schau mal, jetzt kann ich weder, weil sein Ellbogen ist auch, also er pusht den Boden nicht, ich kann weder hier, vielleicht die Übergabe kriege ich noch hin, ja, vielleicht kriege ich diese Übergabe. Aber ich kann seine Ellenbogen nicht nutzen, um ihn rüber zu sweepen. Ich kann in sein Back auch nicht gehen, weil er hier mich hier eng bei ihm hält. Okay? Und wir wollen hier einfach die Position nicht ja, aufgeben. Okay? Und deswegen machen wir jetzt die Technik von heute. Schau mal, der Hannes lässt mich hier nicht los. Okay? Ich merke, ich habe hier einen Griff, ich kann nicht Richtung Back, ich kann nicht sweepen. Jetzt muss schnell geschehen. Die Kontrolle hier ist weiter extrem wichtig, weil ich will die Verbindung von Hannes zu mir behalten. Jetzt lasse ich diesen Griff hier kurz los, okay? Weil ich muss auf diesen Ellenbogen hoch. Ich lasse los, mache ich auf, okay?
und gehe auf den Ellbogen. Und jetzt schon mal, ich mache Base mit meinem Kopf, hole ich hinter hier seinen Ellbogen und ich pushe mich jetzt hier mit der Hüfte, mit diesem Hüfte hier, mit diesem Bein Richtung Mount. So, und ich lande hier in der Mount. Okay, perfekt. Nochmal kurz. Vielleicht ein bisschen weiter, dass die uns komplett sehen. Also Situation, genau wie vorher, ich habe hier Postur kontrolliert und so in dem Moment, wo ich die Gelegenheit bekomme, bin ich hier, okay, und ich winkel ab. Aber in dem Moment merke ich, Scheiße, der kontrolliert hier meinen Kragen ziemlich, ja, eng. Ich kann nicht Richtung Back und sein Ellbogen ist auch zu am Körper. Ich kann auch nicht zwicken, okay. Was ich mache ist, aufmachen auf Ellbogen. Base, holt den Trizeps und pusht euch hier rüber in der Mauer. Wenn möglich schon der andere Hook natürlich behalten. Ne? Weil hier ist gut, aber andere Hook ist besser. Ja? In der Mauer. Okay? Ein letztes Mal. Ich überlege, welche Winde vielleicht hier einfach einen anderen Winkel zu haben. Genau, wir sind hier, ne? Ich habe hier Kragen oder sonst was. Genau, in dem Moment auch. Und der Hand ist wieder hoch. Ich pushe ihn im Winkel. Kurzes Geht. Und jetzt kommt sein Griff an meinen Kragen, dass ich hier nicht hinweggehen kann. Okay. Lasse los. Arm aufmachen. Auf den Ellbogen kommen. Base. Und in der Mount sitzen. Wenn es geht, dann an der Hoch. Okay? Hannes probiert ein, zwei Mal und dann haben wir es. Genau. Alles wie immer, kurz bis, genau. Ich bin hier, jawohl. Und jetzt unauffällig, genau. Der geht am Trizeps und der holt die Kreuz hier in meinen Appell und Hip Bump pusht er nun ein. Mach den Hip-Bump, ja, genau. Und jetzt schon unter der Achse, leicht den Hip-Bump, genau. Und jetzt auch schon mal, sehen Sie auch kurz, dass die hier rechts sind. Genau in dem Moment, ich will nicht hier pushen, weil ich weiß, oh, da könnte ich gesübt werden. Ich will aber auch nicht, dass du in mein Back gehst. Ich denke, ich halte den Hannes hier fest. Jetzt geht er nicht in mein Back. Und das ist der Moment, wo du dann, du lässt hier los, mach richtig auf. Geht auf den Ellenbogen, jawohl, Stirn am Boden jetzt. Und schau mal, diese Hand geht an meinen Trizeps, hinter meinen Trizeps, und pusht dich hier mit diesem Arm in der Mount hier rüber. Genau, streck, 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 oh, boom, genau. Und wenn du kannst, schon den anderen Hook hier holen. Sehr gut. Ja. Genau das ist es. Ja? Sehr gut. So, das Video ist heute kurz, ne, weil das ist keine Zoom-Klasse. Aber dann können die Leute dann zu Hause versuchen, das zu trainieren, zu wiederholen. Okay? Also Spaß. Danke. Kommen. So. Genau. Zack.